Guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten Vlog des neuen Schuljahres. Wie ihr sehen könnt, ich bin in der Schule schon angekommen. Wir haben aktuell Montag, 6.36 Uhr und ich bin schon eine halbe Stunde hier. Das hängt damit zusammen, dass mein Mann und ich jetzt zusammen fahren oder häufiger zusammen fahren möchten, denn wir arbeiten eigentlich im gleichen Ort, aber aus Bequemlichkeit fahren wir oft nicht zusammen. Denn er fängt früher an als ich, er arbeitet länger als ich. Dann ja, war es halt oft so, naja, da muss er auf mich warten, ich auf ihn warten, es ist irgendwie immer blöd. Und jetzt haben wir gesagt, das ist eigentlich wirklich Quatsch, wir wollen weniger das Auto nutzen und deswegen fahren wir jetzt häufiger zusammen, was aber eben auch dazu führt, er musste heute um 6 auf der Arbeit sein, sprich, ich war auch um 6 auf der Arbeit und hier geht erst um 7:30 die Schule los. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, ich habe jetzt gerade hier gefrühstückt und wirklich ganz entspannt hier angefangen, ich werde jetzt noch eine Runde kopieren. Heute ist Montag und montags ist mein neuer stressiger Tag. Ich habe montags bis zur 10. Stunde, aber ich habe nicht 10 Stunden durchgehend. Also ich habe, glaube ich, die dritte habe ich frei. Nein, stimmt nicht. Die vierte habe ich frei. Das ist der neue Stundenplan. Ich blicke noch so gar nicht durch. Aber ich sehe heute meine eigene Klasse unfassbar viel. Ich glaube, ich sehe sie 5 Stunden. Und das ist für die, glaube ich, anstrengend, für mich auch. Aber mal schauen. Wir gucken mal. Und ich sehe heute das erste Mal meine neue Französischklasse. Da freue ich mich riesig drauf. Und ja, ich werde jetzt nichts mehr groß vorbereiten, das nicht, aber ich habe noch ein paar Sachen, die ich einfach kopieren muss. Das werde ich jetzt machen und dann melde ich mich wahrscheinlich später in meiner Freistunde. Es ist 10.20 Uhr, ich habe jetzt meine Freistunde. Ich hatte gerade schon 2 Stunden Englisch. Wir haben Parts of Speech, also Wortarten gemacht. Ich habe ganz tolles Material dafür verwendet, was ich bei Lehrermarktplatz gefunden habe. Ich verlinke es euch mal unten, falls ihr Wortarten nochmal wiederholen wollt mit euren Älteren. Das kam jetzt wirklich gut an gerade und hat gut funktioniert. Ja, ansonsten, ich muss wirklich sagen, das Arbeiten war sehr, sehr angenehm jetzt in der Gruppe. Man merkt, der Abschluss naht und die sind alle sehr motiviert und sehr fokussiert. Ich habe jetzt eine Freistunde. Ich muss sagen, ich würde sehr gerne eigentlich jetzt was essen gehen. Ich muss aber auch noch was arbeiten. Also ich erstelle gerade Lösungen für das, was wir heute gemacht haben, weil wir das morgen im Unterricht besprechen. Ich habe meinen Unterricht jetzt für heute und für morgen schon geplant. Und ihr seht dann, morgen geht dann die Planerei weiter, aber ich habe so Fußschmerzen. Ich habe Schuhe an, die so dermaßen drücken. Ich habe noch ein zweites Paar im Auto. Ich war zum Glück mit weiser Voraussicht bin ich hier hingefahren. Und ich glaube, ich ziehe jetzt mal meine Schuhe an, hole mir was zu essen. Und ja, dann schaffe ich vielleicht noch ein bisschen was weiter. Übrigens, kleines Update zum Klassenzimmer. Wurde von den Schülern sehr gut aufgenommen und sehr gut angenommen. Sie waren mit der Sitzordnung völlig zufrieden, gab keinerlei Beschwerden. Ich habe sie ja schon so gesetzt, dass sie neben Leuten sitzen, die sie mögen. Auch die Fächer sehen tipptopp ordentlich aus bisher. Das funktioniert echt gut. Und die To-Do-Listen wurden bisher jetzt ganz gut genutzt. Aber wir haben auch noch keine richtige volle Lernzeit, also reine Lernzeit gehabt. Da wird sich das dann jetzt nochmal zeigen, wie das System funktioniert. Und ja, diese Woche gucken wir auch mal, ob die Klasse einen grünen oder einen gelben Punkt bekommt. Das sehen wir auch. Ah ja, und das hier hängt immer noch da. Aber die Schüler dachten, das wäre eine Tafel, also haben sie drauf geschrieben. Vielleicht lassen wir es auch hängen. Mal schauen. Es ist jetzt 15.25 Uhr und bei mir ist jetzt die 8. Stunde rum. Ich hatte in der Mittagspause tatsächlich relativ viel Zeit, noch Sachen zu machen. Ich habe in Ruhe gegessen und habe dann noch einfach ein paar Sachen kopiert und organisiert. Dieser Kleinkram eben. Ne? Ich habe auch das Gefühl, die Vlogs sind unfassbar langweilig, weil ich immer das Gleiche mache. Aber ich werde nach der Schule auf jeden Fall noch fleißig arbeiten und euch da noch mal ein bisschen mitnehmen. Alles, was ich jetzt gemacht habe, sind nur Absprachen mit Kollegen, schnell noch was irgendwo hingebracht. Ich hatte auch 2 ganz tolle Stunden Englisch wieder mit meinen 9-Klässlern. Und gerade haben wir EWG. Jetzt haben wir 10 Minuten Pause und dann noch eine Stunde EWG. Und dann Französisch. Und ja, ich nutze jetzt echt die Pause, einfach nochmal runterzukommen. Ich hole mir jetzt noch was zu trinken. Und in 10 Minuten, 7 Minuten geht's weiter. Übrigens mal völlig unspektakulär, ne? So sieht halt eben auch mal ein Tafelbild aus. Also es muss nicht immer phänomenal sein, sondern manchmal tut es einfach ein paar Definitionen an der Tafel. Wir haben 16.25 Uhr und ich habe jetzt Schule aus, schon seit 16.05 Uhr. Aber ich war gerade im Lehrerzimmer und habe durch meinen Poststapel durchsortiert. Ich habe nämlich hier Post gekriegt von verschiedensten Anbietern. Und das ist einfach was, das muss man immer durchsortieren. Also ich finde es auch teilweise super schwierig, da mal zu entscheiden, was man überhaupt aufhebt. Ich habe jetzt zum Beispiel was ganz Interessantes gesehen vom Stark Verlag. So Online-Lizenzen, das muss ich mir mal angucken. Marvel als angepasste Lektüre für den Englischunterricht. Das habe ich noch bekommen vom Pauker, Abschluss 2020. Also das bekomme ich einfach immer mal wieder hingelegt in meiner Funktion als Abschlussklassenleitung quasi.
Und da bekomme ich das einfach gratis. Also es sind dann so Prüfexemplare, die wollen natürlich, dass wir im Idealfall als Schule dann einen großen Satz bestellen, was auch öfters mal vorkommt, aber ich schaue mir jetzt das mal an, gerade hier Englisch, Abschluss, das ist super. Ich will nämlich morgen eine Stunde zur Eurocom machen und da kann ich jetzt ganz viel rausnehmen und mit Beispielen arbeiten. Und ja, ich zeige euch jetzt mal anhand von meinem Kalender, was jetzt noch ansteht. Ja, hier seht ihr meinen Kalender. Ich habe das schon mal gesagt, dass ich den auch nutze, um quasi... ja, zu dokumentieren, was ich gemacht habe. Also hier seht ihr, was ich heute alles gemacht habe. War echt ein voller Tag. Die Freistunde hat sich kaum wie eine angefühlt. Und hier habe ich mir schon aufgeschrieben, was ich alles eigentlich Dienstagnachmittag machen muss. Weil meine Stundenplanstruktur ist jetzt anders. Das heißt, ich habe Dienstagnachmittag viel Zeit zum Arbeiten. Mittwochmorgen habe ich Zeit. Donnerstagmorgen natürlich. Freitag diese erste Stunde möchte ich mir eigentlich nicht verplanen. Deswegen seht ihr, ich habe vor allem Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Sachen hingelegt. Ich muss aber meinen Dienstag überarbeiten, denn die Zähne haben sich eine Eurocom-Stunde gewünscht und das hier haben wir heute schon in Französisch gemacht. Das kommt eben auch mal vor, aber das ist auch ein Grund, warum ich nicht mehr so weit im Voraus plane, weil sich immer mal was verändert. Ja, jetzt haben wir 16:30 und ich fange, glaube ich, mit dieser Eurocom-Stunde an. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob das jetzt so der vorteilhafte Winkel ist, ist mir jetzt gerade aber auch relativ wurscht. Thema Eurocom. Ich habe jetzt mal hier in dieses Abschlussheft reingeschaut und da sind ganz tolle Prüfungen drin. Also für die, die es nicht wissen, Eurocom ist eine englische Kommunikationsprüfung in Baden-Württemberg. Ab nächstem Jahr heißt die auch Kommunikationsprüfung. Ich weiß auch nicht, warum noch Eurocom heißt. Und im Prinzip müssen die Schüler eine kurze Präsentation halten, also 5 Minuten. 5 Minuten ist eine Listening-Übung und 5 Minuten ist Speaking. Und jetzt will ich eben eine Stunde planen. Ich dachte, ich nehme euch jetzt einfach mal mit, was so ein bisschen meine Gedankengänge sind. Also wenn ich jetzt weiß, ich möchte so eine Eurocom-Stunde planen mit Infos, dann ist mein Ziel, diese 3 Schritte will ich in der Stunde auch durchmachen. Das heißt, es dauert schon von vornherein eine Viertelstunde. Also veranschlage ich so grob Viertelstunde Input, Viertelstunde tatsächlich die Prüfung üben und eine Viertelstunde Auswertung und Fragen klären. Das ist schon mal so grob mein Raster. Ich habe die jetzt echt noch nicht geplant. Ich plane also quasi, während ich mit euch rede. Und mein erster Schritt wäre jetzt, glaube ich, dass ich es gar nicht so mache, dass ich eine Viertelstunde nur Input gebe und dann eine Viertelstunde nur Prüfung, sondern vielleicht immer Input zu jedem Prüfungsteil und dann den Prüfungsteil machen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich glaube, ich würde anfangen mit Input zur Präsentation, dann mal zeigen, wie so eine Präsentation aussehen kann, was relativ viel Arbeit erfordert, wie ich gerade merke. Weiß ich nicht, ob das so optimal ist. Aber dann wieder Input zum Listening, eine Listening-Übung mal machen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es wird den Schülern echt helfen, das zu machen. Also werde ich wohl morgen irgendeine Präsentation zu irgendwas halten. Ja, ich glaube, genauso mache ich es auch. Also ich habe tatsächlich zur Präsentation schon mal ein Arbeitsblatt erstellt, das habe ich aber jetzt nicht dabei. Das muss ich aus meinen Materialien zu Hause raussuchen, das ist auf der Festplatte. Wenn ich das quasi erledigt habe, ich glaube, dann halte ich tatsächlich eine Präsentation. Und ich glaube, ich halte tatsächlich mal eine Präsentation über eine Stadt, weil ganz viele machen Städte. Also da werde ich gleich mir eine PowerPoint zusammenbasteln. Oder mache ich es ohne PowerPoint, um Ihnen zu zeigen, dass Sie keine gute PowerPoint brauchen? Schwierig, aber so könnte ich auch zeigen, wie für mich eine gute PowerPoint aussieht. Ich habe allerdings auch hier keinen Beamer, ne? Muss ich mir auch erstmal einen Beamer besorgen. Gut, den könnte ich ausleihen. Weiße Wand habe ich hier hinten dran. Okay, wir machen eine PowerPoint. Eine PowerPoint zu einer Stadt. Genau, dann werde ich das machen und dann werde ich 5 Minuten Input zum Listening geben. So, was erwartet die? Die bekommen ihren Titel genannt quasi und dann hören sie das und dann müssen sie sich selbst dazu äußern. Ich glaube, dann machen wir da einfach ein Listening mit der gesamten Klasse und ich pick mir da einfach mal jemanden raus oder 2, 3 und übe das einfach mal. Dann machen wir vielleicht 2 Listenings, dass sie mal so einen Dreh für kriegen. Und dann als dritten Teil, genau, haben sie Speaking. Dann mache ich vielleicht mit einem von ihnen mal so ein ich habe so eine Muttersprachlerin auf jeden Fall mit drin, mit der kann man sowas immer ganz gut machen. Ja, und ich habe wirklich ein paar sehr leistungsstarke, dass ich mit denen mal einfach so ein Speaking durchspreche. Aber da brauche ich auf jeden Fall auch einen Gesprächsanlass. Das heißt, ich muss mal gucken, ob jetzt hier in dem Pauker irgendwie was Tolles drin ist. Ja, da sind nur Audio-Exercises drin. Ja, schade, ich dachte, vielleicht hätten die jetzt auch noch mal so Speaking-Sachen dabei. Muss ich mir mal was raussuchen. Okay. Aber gut, jetzt habe ich schon mal eine grobe Übersicht. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal an die Stunde. Aber genauso wie ich jetzt mit euch gesprochen habe, so plane ich auch meine Stunden. Also nur, dass die Gespräche mit mir selbst stattfinden und nicht mit der Kamera. Ja, die Stunde ist in den Grundzügen geplant. Jetzt muss ich meine PowerPoint erstellen, das Arbeitsblatt nochmal raussuchen zur Präsentation, mir eine Listening-Exercise raussuchen und was wollte ich noch machen? Und eine Speaking-Exercise.
Deswegen gucke ich jetzt mal, was jetzt als nächstes zu tun ist. Also ich habe auf jeden Fall Englisch für morgen fertig. Schauen wir mal in meinen Planer. Jo, Französisch, ça va, habe ich auch. Ich habe jetzt noch zweimal Rallye stehen. Also Rallye 9. Klasse 2 Stunden, Rallye 6. Klasse 2 Stunden und eben Französisch 4 Stunden. Das sind all die Sachen, die ich eigentlich dienstags machen wollte. Ich glaube, was ich aber mal machen werde, ist Rallye 6. Klasse 2 Stunden. Ich meine nämlich, dass ich da eine Stunde auf jeden Fall schon geplant hätte, wenn nicht sogar die zweite. Also das sollte ganz gut funktionieren. Aber wir, ach ja, übrigens als Update, wir haben 17.30 Uhr. Ich muss gleich noch ein Brot kaufen gehen. Sehr random, aber ich muss auch zum Bäcker rüber Brot kaufen. Heute zieht sich's ganz schön. Wir haben jetzt 18 Uhr. Ich habe jetzt echt Rallye noch gerade schnell fertig gemacht. Ich hatte wirklich für die 9er, hatte ich noch zum Thema Judentum. Ich habe eine fertige Einheit zum Thema Judentum. Also ich gehe die quasi nur durch und aktualisiere die und gucke, was ich mache und was ich nicht mache. Da muss ich jetzt auch noch eine Sache zu Hause raussuchen, von der ich weiß, dass ich sie zu Hause irgendwo auf einer Festplatte habe. Aber sonst passt alles soweit. Ich muss mal ein bisschen was kopieren. Das werde ich heute auch definitiv noch machen. Und Rallye 6. Klasse. Ich glaube nicht, dass es für beide Stunden diese Woche reicht, aber da gucke ich sonst nochmal. Ich schaue mal, wie weit wir kommen. Ich war noch in der letzten Stunde viel, viel langsamer, einfach weil diese Kursbuch-Rallye, die ich mit ihnen gemacht habe, also Einführung in das Buch, viel länger gedauert hat. Was nicht schlimm ist, alles gut, wir haben Zeit und Rallye. Damit habe ich von meinen Dienstagaufgaben, ich schaue gerade mal auf den Planer, habe ich jetzt nur noch Französisch 6. Klasse 4-mal. Was natürlich nicht heißt, dass ich morgen nur das mache, sondern ich mache noch viel, viel mehr. Aber was ich jetzt mache, wir haben jetzt 18 Uhr, ich gehe jetzt rüber zum Bäcker und hole ein Brot. Ganz wichtig, mein Mann killt mich, wenn wir morgen kein Brot haben. Das war mein einziger Job heute. Ja, wie gesagt, mein Mann wird erst gegen 19.30 Uhr fertig sein. Ich mache dann noch eine Runde Kopien und dann gucke ich, was ich sonst noch machen kann. Ich glaube, ich lege meine Klassenlisten an. Also ich habe in meinen Excel-Dateien noch keine Namen eingefügt und ich glaube, das mache ich gleich. Aber erst Brot. Ich könnte gerade verzweifeln. Ich probiere nur, mich bei einem Verlag anzumelden, bei dem ich was bestellen möchte. Das scheint eine größere Sache zu sein. Die ganze Zeit funktioniert nichts, jetzt funktioniert das Internet nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Wir haben jetzt 6:45. Ich treffe mich 7 mit meinem Mann, der konnte ein bisschen früher Schluss machen. Ich war nochmal nicht nur Brot holen, sondern seid ihr auch so süchtig nach Stollenkonfekt? Furchtbar. Es ist manchmal annähernd Weihnachten. Normal kaufe ich keine Süßigkeiten vor meinem Geburtstag im Oktober, die mit Weihnachten zu tun haben. Ja, funktioniert ja 1A. Ja, ich würde auch sagen, ich verabschiede mich für heute. Ich habe tatsächlich jetzt fleißig noch kopiert, laminiert, noch ein, zwei Sachen gemacht. Ich werde jetzt noch probieren, krampfhaft diese Sachen zu bestellen. Das wird ja wohl heute noch klappen. Und wenn ich das auf die Reihe gebracht habe, dann fahre ich nach Hause und heute Abend, da wird doch nicht mehr viel laufen. Früh ins Bett und morgen geht's wieder weiter. Guten Morgen, es ist 5:30 und es ist Dienstag und ich freue mich richtig auf den Tag heute. Also gestern war wirklich ein langer Tag, aber super effektiv und deswegen hoffe ich, dass heute der Tag ähnlich gut wird. Ich sitze schon eine Weile hier dran, ich bin schon seit 5 Uhr wach. Wie gesagt, ich habe einen Mann, der sehr früh arbeiten muss, aber wir fahren heute nicht zusammen. Er ist mit dem Fahrrad unterwegs, ich nehme das Auto. Und ja, ich habe gerade eine Tabelle erstellt für meine mündlichen Noten. Ich werde nochmal ein ganzes Video dazu machen, wie ich mündliche Noten mache. Ich habe es schon angedeutet, ich habe verschiedene Systeme ausprobiert. Und ich mache jetzt weiter mit dem letzten System, was für mich funktioniert hat im letzten Jahr. Und das werde ich euch aber nochmal ausführlich vorstellen. Aber dafür musste ich eben Tabellen mit den Namen anlegen. Das, was ich gestern schon angedeutet habe. Ich muss in die Excel-Tabellen die Schülernamen noch eingeben. Das mache ich jetzt immer mal so nebenher morgens. Ich bin schon knapp eine... ja, halbe, dreiviertel Stunde auf jeden Fall am Arbeiten und wir haben jetzt 6:30 und ich bin am Überlegen, ob ich bald in die Schule fahre. Ich habe zwar noch Zeit, aber dann kann ich da vor Ort noch ein paar Sachen klären und in Ordnung bringen. Ja, was steht heute an? Ich habe heute Französisch, 1. Stunde wieder, die Sechstklässler, da freue ich mich richtig drauf. Die waren gestern so motiviert und das schönste Kompliment ist, wenn danach ein Schüler zu mir kommt und sagt, es hat sich angefühlt wie 7 Minuten Unterricht. Obwohl es, also muss ich ganz ehrlich sagen, meine 1. Stunde Französisch ist denkbar langweilig. Es ist ganz viel einfach aufschreiben. Ich habe hier keine phänomenalen Spielchen gemacht oder irgendwas. Wir haben uns das Video angeguckt, was im Buch mit dabei ist, haben daran herausgearbeitet, wie man sich begrüßt und verabschiedet auf Französisch. Haben das aufgeschrieben in einem langweiligen Tafelanschrieb, sind rumgegangen und haben das aneinander ausprobiert. Das war im Prinzip die Stunde. Also es muss auch für eine 1. Stunde nicht immer hier das Feuerwerk sein. Den Schülern hat es Spaß gemacht. Die sind einfach stolz, dass sie 3 Worte auf Französisch sagen können. Heute lernen sie noch mehr.
Hallo ihr Lieben, ich melde mich jetzt gerade mal wieder zurück. Wir haben mittlerweile 12.25 Uhr und ja, ich habe jetzt gerade Mittagspause, beziehungsweise ich habe eigentlich Schluss. Ich habe gerade noch eine Busaufsicht, die ein bisschen sinnfrei war. Also ein paar haben schon mal gefragt, was ist eine Busaufsicht? Ich passe einfach nur auf, dass die Kinder ordentlich in den Bus einsteigen, sich nicht auf die Straße schubsen. Wir sind direkt an der Hauptstraße. Ja, und jeder seinen Bus kriegt. Wir haben ja auch Grundschüler mit dabei, deswegen muss man da ein bisschen drauf achten. Und ich kam eigentlich direkt nach der letzten Stunde dahin und alle waren weg. War ein bisschen komisch. Naja, mal schauen, wie das die nächste Woche läuft. Vielleicht muss ich 5 Minuten früher Schluss machen, was mich eigentlich ärgert. Das ist ja schließlich mein Unterricht. Aber gut. Ich habe gerade meine 8. Klasse in Rallye. Das sind 5 Leute. Das ist der Hammer. Ich freue mich so drauf. Schade, dass wir nur 1 Stunde die Woche haben. Ja, ansonsten, ich habe jetzt eigentlich noch einiges zu tun. Allerdings gehört zu meinem Dienstagsplan auch, dass ich Französisch plane. Und das mache ich zu Hause. Und deswegen mache ich mich jetzt an die Sachen für Mittwoch dran. Ich gucke gerade auf meinen Kalender, deswegen gucke ich runter. Englisch 4-mal, 9. Klasse muss ich planen. Und Rallye 5, 2 Stunden. Da werde ich jetzt mal nachgucken. Beziehungsweise zuallererst muss ich FÜG-Themen formulieren, dass wir die aushängen können. FÜG ist eine fächerübergreifende Kompetenzprüfung. Das ist noch ein Überbleibsel vom alten Realschulabschluss, den meine 10er jetzt noch machen. Und da muss ich Themen formulieren, die für mein Fach und für ein anderes Fach quasi ein mögliches Thema geben, wie zum Beispiel Englisch und Geschichte kombinieren oder Englisch und Deutsch oder so. Da muss ich Themenvorschläge mir jetzt ausdenken, so 10. Und ich muss noch für Französisch eine Liste erstellen, was ich möchte, was wir alles anschaffen. Wir haben nämlich noch Geld übrig. So, ich habe noch nichts gemacht von dem, was ich machen wollte. Wir haben jetzt 2 Uhr. Ich habe die FÜG-Themen fertig, das ist schon mal gut. Fand ich echt relativ leicht, war ich ganz positiv und überrascht. Und da musste ich unser Französisch-Etat in Ordnung bringen. Ich habe zwar nicht die Französisch-Fachschaft, aber muss mich mit der Kollegin absprechen. Und jetzt haben wir noch eine ganz lange Liste an Sachen, die wir bestellen wollen. Wir mussten checken, was ist überhaupt da. Und das ist jetzt auch gemacht. 2 Uhr. Jetzt mache ich mal mit dem weiter, was ich eigentlich machen wollte. So, dann schauen wir uns mal meine aktuelle To-Do-Liste an. Um 14:45. Englisch 9 habe ich in Ordner zu Hause, den gucke ich zu Hause an, genauso Französisch. Englisch 10, ich brauche dafür meinen Prüfungswortschatz, den habe ich nicht hier, ich muss nur Kabeltest aufsetzen. Das mache ich auch zu Hause und auch wenn hier Mittwoch steht und hier Mittwoch, ich würde, also Französisch muss ich heute machen, weil ich morgen direkt wieder hier Französisch habe. Aber ich würde auf jeden Fall gerne das und das machen, weil das eigentlich sehr schnell geht, weil ich die Ordner schon habe und so grob weiß, was ich machen will. Das hier sind Donnerstagsaufgaben, die sind auch schnell gemacht, ich meine 3 Stunden, jo. Und auch die Ampel, ich glaube, die mache ich tatsächlich noch jetzt. Ampel und FÜG-Themen aushängen, weil ich habe meine FÜG-Themen formuliert. Ich habe schon welche von Kollegen. Ich glaube, da mache ich gerade mal schnell ein Schild. Ja, Ampel basteln. Ich will in meinem Zimmer eine Ampel aufhängen, wo die Schüler ihre Wäscheklammern dranhängen können, wie weit sie in ihrem Bewerbungsprozess sind. Man sieht nicht die ganze Zeit nur den Planer. Also bei Rot sollen die Wäscheklammern hängen für, ich weiß noch nicht, was ich machen möchte oder ich habe mich noch nicht beworben. Gelb für, ich habe mich beworben. Aber noch keine Zusage und grün für, ich habe eine Zusage. Denn das ist was, ich habe jetzt schon mit einigen von meiner Klasse gesprochen. Manche sind da voll dran und haben ihre Zusagen, aber andere, die denken, sie haben noch ewig Zeit. Und das haben sie teilweise nicht. Und so möchte ich ihnen einfach ein bisschen Druck machen. So, ich weiß gerade viel los, aber ihr müsst euch darum kümmern, dass ihr Bewerbungen rausschickt. Und ja, ich will sie dabei auch unterstützen. Und so sehe ich, welche Schüler eben Bedarf haben. Und wir sind eine sehr offene Klassengemeinschaft. Das heißt, es stört eigentlich niemanden. Die wissen das eh voneinander, aber so habe ich auch die Übersicht. Ich bin zu Hause und wir planen mal Französisch. Großer, dicker, schwerer Ordner. Ich dachte, ich zeige euch mal kurz, wie ich jetzt aus etwas, was ich schon gemacht habe, noch 4 neue Unterrichtsstunden bastel. Ich habe mir hier oben mal ein Post-it reingemacht, wo ich aktuell gerade bin. Ich nutze das mehr als Inspiration. Ich schaue nochmal so als Erinnerung. Aha, das ist zum Beispiel was, das habe ich voll vergessen. Da kommt noch eine Seite zu Paris. Das heißt, das können sie erstmal machen. Und, dann kommt schon Je m'appelle 1a. Das machen wir genauso nächste Woche. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diesen Francis auch noch habe. Also, ihr seht, hier sind massig noch Arbeitsblätter. Ich suche aber eigentlich diese olle Maus. Da ist sie. So, das reicht jetzt. Ich habe mir das hier alles rausgesucht. Das gehe ich jetzt mal durch und werde das jetzt auch ein neues Blankoblatt, alles aufschreiben und gucken, dass ich daraus eine Stunde mache. Es ist fast soweit, wie ihr seht. Ich habe wirklich nur teilweise es übertragen. Also das mache ich am Mittwoch. Dienstag habe ich jetzt verwiesen auf die Planung von 2018. Genauso Dienstag und Montag, ne, habe ich jeweils verwiesen auf die Daten der Planung, die ich mache. Weil die habe ich eigentlich damals sehr ordentlich gemacht. Damit bin ich zufrieden. Ich weiß auch, dass das gut lief. Das Einzige, was ich jetzt tatsächlich noch verändern muss,
ist dieser Vokabeltest. Ich schreibe natürlich nicht den gleichen wie beim letzten Mal. Plus, ich habe alle meine Dateien auf dem Computer verloren. Das heißt, ich muss sowieso Datum und so oben ändern. Das heißt, jetzt eh abtippen müssen. Das mache ich auf jeden Fall auch nochmal schwerer. Das war letztes Mal zu leicht. Also zwar aus Englisch kennen die das so, dass bei den Schwächeren hier die für die Buchstaben quasi Lücken sind, aber das war wirklich viel zu leicht. Deswegen, das mache ich nochmal einen Ticken schwerer, werde das nochmal neu machen. Und dann haben wir vielleicht schon 16 Uhr, wer weiß. Und bevor ich dann irgendetwas mache, sortiere ich mal diesen Sauhaufen aus. Also hier ist so viel Krempel drin von der Woche. Ich muss das dringend aussortieren und umplanen. Und ja, immer wenn ich eine Stunde fertig geplant habe, kann ich euch auch gerade zeigen, schreibe ich das Thema in die jeweilige Woche mit rein. Boah, ich habe nächste Woche auch noch Elternabend hier. Genau, das heißt, Französisch erstelle ich jetzt noch den Vokabeltest und dann kann ich das abhaken. So, das Chaos hinter mir ist so langsam aber sicher perfekt. Ich habe jetzt Französisch noch fertig gemacht. Ich habe mir noch einen Stundenplan erstellt für meinen rosa Planer, denn das war immer ein bisschen blöd. Da habe ich nur einen Stundenplan meiner Klasse drin, aber nicht meinen eigenen. Auch totaler Quatsch. Ich habe jetzt gerade nochmal in meinen Kalender geguckt. Ich habe tatsächlich jetzt für heute eigentlich alles erledigt, tatsächlich. Also ich habe noch Englisch 9. Klasse und Englisch 10. Klasse. Habe ich aber sowieso für morgen eigentlich eingeplant. Und ich habe morgen die ersten 2 Stunden frei. Also mache ich mir jetzt keinen Stress. Damit würde ich mich jetzt auch verabschieden. Wir haben jetzt kurz nach 17 Uhr. Ich gehe jetzt erstmal einkaufen. Und ja, werdet den Abend entspannt genießen. Es ist schönes Wetter. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich einfach noch eine Runde spazieren. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist dieser Vlog nicht ganz so sportlastig wie normalerweise. In den letzten Vlogs hatte ich immer sehr aktive Phasen und habe morgens Sport gemacht. Aktuell nicht. 5 Uhr aufstehen ist echt ein ganz schöner Knaller. Ich komme auch absolut nicht in den Sport rein gerade. Ich fahre einfach super viel Fahrrad. Also ich bin am Wochenende, sind wir eine große Tour gefahren. Ich bin 130 Kilometer gefahren. Bin noch nie in meinem Leben so lang gefahren. Bin auch super happy drüber, aber ich habe einfach gemerkt, dass mein Körper ist da schon ziemlich am Ende. Aber eine Runde spazieren gehen sollte eigentlich drin sein. Deswegen gehe ich jetzt einkaufen, dann spazieren und höre dabei mein Hörbuch. Und ja, dann lasse ich den Abend entspannt ausklingen. Wir sehen uns morgen. Guten Morgen, es ist Mittwoch und ja, ich starte heute ganz entspannt. Also wir haben jetzt kurz nach 6:30 und ich bin schon tatsächlich eine ganze Weile wach. Also ich muss sagen, heute bin ich mega langsam in die Puschen gekommen. Ich habe jetzt gefrühstückt, mich fertig gemacht, geduscht und bin aber schon seit 5 eigentlich wach. Ich habe 1,5 Stunden noch nichts Sinnvolles gemacht. Ja, das stimmt nicht ganz. Ein bisschen was habe ich gemacht. Gestern habe ich noch Wäscheklammern gekauft und die andere Hälfte ist jetzt schon mit Namen beschriftet. Das habe ich gemacht. Ja, und dann hört es auch schon auf. Ich habe noch eine Sache gemacht und zwar habe ich mir nochmal so eine Mappe gekauft. Und habe die allerdings jetzt beschriftet mit den Wochentagen innen drin. Und ich möchte so vermeiden, dass ich alle meine Kopien immer in einer anderen Mappe mit mir rumschleppe. Denn ich tendiere dazu, wenn ich etwas gemacht habe, dann kopiere ich das sofort. Und das ist an sich auch ein super System, weil ich so einfach immer weiß, ich habe alles kopiert, was ich brauche. Allerdings schleppe ich dann so eine dicke Mappe rum. Und die hier möchte ich einfach in der Schule auf meinem Platz lassen und alle Kopien immer dort reintun, dass ich in der Mappe eigentlich nur noch mein Unterrichtsmaterial habe und immer bevor ich zu einer Stunde gehe, einfach schnell die Kopien da rausnehmen kann. Das ist der Plan. Mal gucken, ob das funktioniert oder ob das jetzt, ob das zu Chaos führt. Ja, ansonsten auf meinem Plan steht jetzt für heute Englisch 9, muss ich 3 Stunden planen und Englisch 10, 4 Stunden. Das sind jetzt so die Hauptsachen. Ich habe erst um 20 nach 9 Schule. Ja, stimmt, 20 nach 9. Ich fange jetzt mal an mit der 9. Klasse. Ich habe schon den Ordner hier hinten rausgesucht von letztem Jahr. Und ich mache es genauso wie in Französisch auch. Ich schaue, was ich gemacht habe. Ich weiß, dass ich tendenziell ein bisschen schneller vorgehen möchte als beim letzten Mal. Ich habe letztes Mal gefühlt alles gemacht und das brauche ich gar nicht. Plus, ich habe eine E-Niveau-Klasse, das heißt, ich kann mich jetzt auch mal viel mehr auf Speaking konzentrieren. Das war bei den anderen immer ein bisschen Kampf. Da musste ganz viel Grammatik erstmal noch aufgearbeitet werden und ja, da hat einfach noch ein bisschen was gefehlt, dass man frei und offen sprechen kann. Das ist bei denen ein bisschen anders. Die sprechen sehr gerne. Das funktioniert ganz gut. Ja, das würde ich jetzt mal machen, diese 4-Stunden-Design. Plus, ich muss noch auf jeden Fall einen Vokabeltest für die 10-Klässler machen. Das ist auch noch ein absolutes Muss. Ich mache jetzt mal was. Ich bin fertig. Es ist... Ich habe keine Uhr an. Sie lädt gerade. Es ist 8 Uhr. Das heißt, ich habe jetzt noch eine 1/4 Stunde. Ich kann also echt nur im Fahrrad fahren. Ich habe keinen Grund dagegen. Die Sonne scheint draußen. Also ja, ich werde mich nachher aufs Fahrrad schwingen.
Und ich habe jetzt tatsächlich Englisch komplett fertig geplant. Ich muss noch einen Vokabeltest erstellen, aber das mache ich sonst heute Mittag, weil ich habe auch für morgen, für Donnerstag, habe ich die ersten 3 Stunden frei und ich habe nur noch 3 Stunden zu planen, wovon 2 EWG sind, was meist relativ flott geht. Ja, und ansonsten, ich werde mir jetzt noch die Fingernägel lackieren und die mal wieder hübsch machen. Und dann werde ich mich aufs Fahrrad schwingen und in die Schule fahren. Dort erwartet mich dann 1 Stunde Englisch bei den 9-Klässern. Sorry, ich gucke auf meinen Planer. Eine Freistunde Rallye bei den 6ern und noch 1 Stunde Französisch bei den 6ern, wo ich mich echt drauf freue. Also ich glaube, es wird ein guter Tag, es sind nur 3 Stunden. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Altbekannter Klassenraum, es ist 10.05 Uhr und gerade die 3. Stunde zu Ende. Meine Haare machen auch nicht mehr das, was sie heute Morgen mal gemacht haben. Es kommt halt vom Fahrradfahren. Ich bin echt mit dem Fahrrad gefahren und es war so kalt. Also es war zwar sonnig, aber irre, irre kalt. Ich bin angekommen und irgendeine Schülerin meinte nur, sie sehen aber gestresst aus. Ja, war sehr durch den Wind. Aber jetzt hatte ich gerade Rallye bei den 9-Klässlern und ich muss sagen, nach der 1. Stunde war ich so ein bisschen, oh, das wird anstrengend, das ist eine sehr männliche Gruppe. Ich glaube, ich habe nur 3 Mädels von 15. Ich weiß, kleine Gruppen, ich darf eigentlich mich nicht beschweren, aber es kann trotzdem anstrengend sein, auch in einer kleinen Gruppe. Und wir sind hier, ihr hört es, in einem unfassbar hallenden Raum, die Akustik hier ist ganz schlecht. Aber heute haben sie super mitgemacht, das hat echt gut funktioniert, die sind ganz witzig. Und ja, was ich jetzt heute gemacht habe, ist einfach Thema Judentum weiter. Und manchmal, da braucht man echt einfach nur die simpelsten Sachen. Ich habe keinen Religionskoffer hier verfügbar mit Gegenständen zum Judentum. Die kann man sich bei ganz vielen Medienstellen ausleihen. Also wenn ihr Rallye-Lehrer seid, es gibt oft so Koffer mit Gegenständen zum Judentum, zum Islam. Aber meine nächste Stelle ist 1,5 Stunden entfernt. Und da fahre ich nicht extra hin für einen Koffer, den ich am nächsten Tag wieder zurückbringen muss. Und ja, ich habe einfach ein paar Bilder von den Gegenständen, die wir heute besprochen haben, ausgedruckt und laminiert. Habe die hier an die Seite gelegt, die sollten die abmalen in eine Tabelle und dann habe ich ihnen Definitionen dazu gegeben, die sollten sie zuordnen. Ja, genau. Und jetzt habe ich eine Freistunde und ich glaube, ich korrigiere mal eine Runde. 20 vor 1 und ich habe Schule aus. Juhu! Heute war aber echt relativ entspannt. Ich hatte jetzt gerade noch Französisch, was eine etwas improvisierte Stunde war, denn ich wollte eigentlich heute Übungsaufgaben machen und ich habe das ganze Stapelchen mit Übungsaufgaben irgendwo hingelegt. Ich weiß nicht wo. Ich hoffe, sie liegen zu Hause. Ich hätte schwören können, es ist in meinem Ordner drin, den ich gestern ausgemistet habe, als hätte mir echt auffallen müssen. Ja, sprich, ich konnte die heute auch nicht kopieren. Das Ganze ist mir natürlich 5 Minuten aufgefallen, bevor ich quasi in den Unterricht musste. Ich wusste, zwischen 5. und 6. habe ich keine Zeit mehr, was zu kopieren. Das ist mir in der 2. Pause aufgefallen. Aber da ich ja zum Glück schon die Stunde für morgen geplant hatte, habe ich die jetzt einfach getauscht. Das war jetzt zum Glück auch kein Problem. Wir haben heute eine rein landeskundliche Paris-Stunde gemacht. Man sieht ja auch Stadtplan hinter mir. Der hängt aber immer da. War jetzt ganz praktisch, dass der hier hing und wir heute hier waren. Also alles gut, aber sowas passiert halt auch mal, haben wir ein bisschen improvisiert. Und ich hatte noch Rallye bei meinen 6-Klässlern, das hat auch soweit ganz gut geklappt. Ich fand es so ein bisschen schade, wir haben das Thema Gott angefangen und ich dachte, da kommen ganz viele Fragen und Dinge, die sie wissen wollen und Anlass für Diskussionen und Gespräche, war noch nicht so. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Wir haben jetzt nur angefangen, vielleicht wird es noch. Ich habe vorhin in der Freistunde auch nichts korrigiert, nada. Ich habe tatsächlich geschnackt. Sonst nichts. Ich muss jetzt dringend noch zum Schulleiter noch was klären. Ich muss korrigieren. Und dann möchte ich heute Abend oder heute Nachmittag eigentlich ins Autohaus fahren und mal gucken. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Auto und wollte mich da mal beraten lassen und mir was anschauen. Juhu, es ist 16 Uhr und ich bin gerade mit dem Fahrrad angekommen. Wie ihr seht, nach dem Fahrradfahren auf dem Rückweg sehe ich nicht mehr so fit aus. Es hat einfach damit zu tun, dass ich auf dem Rückweg die 300 Höhenmeter, die ich überwinden muss, berghoch muss. Also auf dem Hinweg habe ich 300 runter, auf dem Rückweg sind zu hoch, logischerweise. Ich habe übrigens knapp 20 Kilometer Fahrradweg. Es fragen immer ganz viele, wie lange ich eigentlich unterwegs bin. Hin 40 Minuten, zurück 45. Ich fahre mit dem E-Bike, weil ich sonst durch die Höhenmeter, ich würde das nicht schaffen. Also ich sehe auch gerade, ich habe einen tollen Helmabdruck. Das ist richtig gut. Manchmal laufe ich auch so in der Schule morgens rum. Sieht, glaube ich, auch immer richtig gut aus. Aber ist mir ehrlich gesagt auch egal. Helm geht über alles. Ihr würdet niemals in ein Auto steigen ohne Airbags, ohne Sicherheitsgurte. Warum dann auf dem Fahrrad? Aber nee, ich wollte eigentlich nur ein Update geben, was ich heute Nachmittag noch gemacht habe. Ich habe mit dem Schulleiter gesprochen und ich muss sagen, ich bin immer wieder begeistert von unserem Schulleiter. Er ist nämlich echt jemand, wenn man zu ihm geht und sagt, hey, ich habe das und das Problem, sagt er, alles da, was brauchen Sie, um die Lösung zu finden? Wenn nicht, suchen wir Option B, wenn Option A nicht geht. Und das ist echt immer wieder richtig hilfreich.
habe noch E-Mails geschrieben, ich habe noch ein Video rausgesucht, was ich brauchte zum Thema Judentum für den Unterricht am Freitag. Ich habe echt noch einiges gemacht und habe noch gesehen, dass ich morgen allerdings noch eine Vertretung habe anstelle von meinen Neunklässlern diesen Morgen auf der Bildungsmesse und nicht da. Ja, das heißt, ich habe morgen trotzdem aber die ersten 3 Stunden frei und ich muss dann nur 2 Stunden EWG planen, meine Rallye 8er und einen Vokabeltest für die 10-Klässler aufsetzen. Das habe ich jetzt auch auf morgen verschoben. Ich mache auch für heute tatsächlich Schluss. Ich habe übrigens alles korrigiert bekommen. Ich glaube, ich sehe auch echt, ich muss mich nochmal zurecht machen, bevor ich jetzt noch in die Stadt fahre. Nicht mit dem Fahrrad, mit dem Auto. Ich bin nämlich auf der Suche nach einem neuen Auto und lasse mich da jetzt mal beraten. Jo. Deswegen melde ich mich auch für heute ab. Das war's. Und wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Guten Morgen. Ich habe gerade gefrühstückt, wie ihr hinten dran sehen könnt. Und heute, ich komme nicht in die Gänge. Wir haben schon 20 nach 7. Ich habe erst um 10.05 Uhr Schule. Also, ich habe auch noch Zeit. Aber, oh, ich war so müde heute Morgen. Mein Mann ist wie immer kurz nach 5 aufgestanden. Und, ja, habe mich noch 3-mal umgedreht. Ich glaube, ich bin echt erst um 6 oder so aufgewacht und habe mich ganz entspannt fertig gemacht. Und nee, heute geht nicht viel. Denn tatsächlich, gestern Abend, nachdem ich im Autohaus war, hat sich es noch ergeben, dass ich abends mein deutsches Sportabzeichen gemacht habe. Das macht die Feuerwehr hier. Und da mein Mann in der Feuerwehr ist, dackel ich da dann einfach mit. Beziehungsweise gestern war ich ohne ihn da. Und ja, das heißt, wir haben gestern Medizinball werfen gemacht und Schleuderball und ich glaube, ich habe mich nicht richtig aufgewärmt oder die Bewegung ist so ungewohnt, meine ganze Schulter tut weh. 3 Kilometer Lauf, 100 Meter Sprint, ja und jetzt muss ich halt noch schwimmen machen, aber ja, soweit haben wir alles. Aber es war einfach unheimlich lang, wir standen lange draußen im Kalten, ich hoffe, dass ich mich nicht erkältet habe. Und ja, heute ist einfach so, oh, bin ich so ganz fit. So, jetzt aber zum Schulischen, das ist ja eigentlich das Spannende hier. Ich habe jetzt noch in meinem Planer stehen, dass ich 2 Stunden EWG vorbereiten muss für nächsten Montag. Außerdem 1 Stunde Rallye für die 8er und den Vokabeltest für die 10er. Ich glaube, ich fange jetzt tatsächlich mal an mit der Rallye-Stunde für die 8er, denn das ist tatsächlich das Einfachste. Wir haben letztes Mal angefangen, unser neues Buch einfach kennenzulernen. Da ist in dem Buch echt eine richtig gute Kursbuch-Rallye drin. Das fand ich wirklich mal genial, weil auch für mich sind die Bücher ja neu und die hat auch mir einfach geholfen, ein bisschen sensibilisiert zu werden. Was für Symbole haben wir in dem Buch, welche Verweise, wie ist das aufgebaut, wie ist das strukturiert? Und ja, das haben wir gemacht. Das heißt, heute haben wir jetzt den richtigen Themeneinstieg. Wir sind nur 5 Leute und ja, mal schauen, was wir da machen. Ich glaube, es wird einiges einfach viel schneller gehen. Das finde ich auch mal sehr spannend, wenn dann so eine Unterrichtsplanung wirklich komplett über den Haufen geschmissen wird. Einfach, weil man entweder eine sehr starke oder eine sehr schwache Truppe hat oder eine sehr kleine, sehr große. Muss man ja alles berücksichtigen. Deswegen werde ich jetzt auch auf jeden Fall mehr planen als nur diese 1 Stunde, weil ich wirklich erstmal rausfinden muss, wie schnell arbeiten diese 5 Leute. Ich bin gerade am Planen und schaue hier in dieses neue Kursbuch rein und das hier ist unser Thema, Verantwortung für mein Leben. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen, ja, der Anfang ist nicht so gut aufgezogen, beziehungsweise ich kenne die Klasse nicht so gut und hier sind eben Sachen dabei wie, willst du so werden wie deine Eltern? Ich werde es mal anschneiden, aber ich weiß nicht, ob das für die 2. Stunde, die ich mit dieser Klasse habe oder mit dieser Gruppe, direkt der richtige Einstieg ist, weil es schon sehr private Fragen sind. Ja, aber ich finde den nächsten Schritt hier, finde ich, sehr spannend. Und zwar sind das so Lebenswege quasi, wie die Gegenwart oder bis heute quasi es aussieht und was Vorstellungen für die Zukunft sind. Und ich glaube, dass die Schüler da sehr selbstständig auch steuern können, was sie teilen möchten und was nicht. Also es wird nichts sein, was ich die vorstellen lasse oder so, sondern wir werden hier drüber reden. Und ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, dass sie ihren eigenen Lebensweg reflektieren. Und dafür habe ich jetzt quasi das als Vorlage mal abgemalt, dass sie von ihrer Geburt an bis heute so ihre wichtigsten Stationen aufzeigen und ein paar Zukunftsvisionen hier notieren können und zeichnen können. Ja, ich bin mal gespannt, wie das ankommt, ob sie sich da drauf einlassen können. Also ich finde das Kapitel, muss ich wirklich sagen, eigentlich recht gut. Manche Sachen sind einfach wirklich sehr privat und da muss man mal schauen, wie das so in der Gruppe klappt. Dafür kenne ich sie einfach noch nicht gut genug. Das heißt aber auch, wir können den Punkt hier streichen und abhaken. Es ist jetzt übrigens 10 nach 8, also ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich werde jetzt, glaube ich, mal mich hier mit beschäftigen. EWG mal 2. Ich schiebe den echt ein bisschen vor mir her, diesen Vokabeltest. Aber hier EWG, ich denke, das ist recht zügig geplant. Ich werde mal das Buch anschauen und gucken, was da für die nächste Stunde ansteht. Ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen Rest übrig. EWG ist ebenfalls fertig.
Ich arbeite einfach mit dem Buch weiter, da habe ich jetzt nichts Spektakuläres gemacht, außer eine Meinungslinie werden wir machen mit Klebepunkten, aber ansonsten wird es Bucharbeit geben und ein bisschen Gruppenarbeit und sie erstellen ein Plakat vor allem in der Stunde. Jetzt steht nur noch das an. Wir haben allerdings aber auch schon 9:10 und ich möchte eigentlich immer ein bisschen früher in der Schule sein. Und ich habe sowieso hier eine Stunde, die fällt jetzt aus. Das muss ich jetzt gerade nochmal im Planer in Ordnung bringen, dass das alles passt. Das heißt, ich habe hier eine Vertretung. Also die Schüler haben Aufgaben, das heißt, ich kann die Zeit nutzen, um den Vokabeltest zu erstellen. Und daher werde ich jetzt einfach noch ein bisschen Haushalt machen und das hier dann später machen. Der Schultag ist vorbei. Der Donnerstag war echt nochmal härter, als ich dachte. Wie ihr jetzt seht, hatte ich heute Rührei zum Mittagessen. War echt lecker. Und ein Stück Pflaumenkuchen. Ich gönne mir das einmal die Woche, dass ich zum Bäcker gehe und mir dort mein Mittagessen hole. Sonst habe ich immer was dabei, aber einmal die Woche geht das. Obwohl, Montag habe ich, glaube ich, auch schon beim Bäcker gegessen. Aber eigentlich will ich es immer auf einmal die Woche beschränken. Ja, wir haben jetzt 16.20 Uhr. Ich habe seit einer Viertelstunde aus. Hatte eine kurze Panik. Schlüssel verloren. Er steckte im Schlüsselteil von den Jalousien. Habe ich erstmal kurz alles auf den Kopf gestellt. Ja, mein Mittag lief gut, die Lernzeiten waren echt produktiv. Man merkt, die Zehner, die haben eine Ausdauer und Power noch in der ersten Woche. Und die wollen wirklich einen guten Abschluss machen und die wollen lernen. Und es ist so viel angenehmer als letztes Jahr. Die merken den Druck und es spornt sie an. Ich hoffe, dass es bleibt. Toi, toi, toi. Diese Woche läuft bisher sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ja, also war produktives Arbeiten. Gerade Französisch, die haben tipptopp ganz leise gearbeitet, was mich nur tierisch nervt. Ich habe diese ganze Stationenarbeit, die ich heute als Übungsaufgabe gemacht habe, alles schon mal vorbereitet. Sogar die Kopien vom letzten Jahr aufgehoben und musste nur noch ein bisschen nachkopieren. Weg! Ich weiß nicht wo, ich bin echt ein aufgeräumter, organisierter Mensch. Verschollen. Ja, was hatte ich heute noch? Das erste Mal 5. Klasse Rallye. Da musste man erstmal auf den Tisch hauen. Also sind nur 10 Stück, aber man merkt, die kommen aus der Grundschule, die sagen du zu mir. Das mussten die erstmal lernen. Ich bin jetzt sie. Und manche meinten, es ist okay, die Stunde über Quatsch machen zu müssen. Aber ich glaube, ich habe da jetzt ein klares Signal am Anfang gesetzt und hoffe, dass das jetzt läuft. Jo, das war der Tag soweit. Es ist 18 Uhr. Oh Gott, es ist schon 18.20 Uhr. Ich muss nach Hause. Es ist echt spät genug. Ich fahre jetzt heim. Ich habe jetzt tatsächlich noch meine mündlichen Notenlisten formatiert. Ich weiß, es ist blöd. Ich vertröste euch immer wieder auf ein Video dazu. Deswegen zeige ich dir jetzt noch nicht. Ich zeige das dann, wie ich das alles organisiere, in dem Video zum Thema mündliche Noten. Ja, jetzt packe ich gerade meine letzten Sachen zusammen. Ich bin mal wieder die Letzte. Es kommt tatsächlich häufiger vor, dass ich die Erste und die Letzte bin. Einfach, weil ich nicht zu Hause arbeite, beziehungsweise ihr seht es ja jetzt an diesen Wochen. Ich probiere so viel wie möglich hier zu machen, weil ich jetzt einfach weiß, ich fahre jetzt nach Hause und jetzt ist gut. Und es war zwar ein langer Tag, gut, ich habe heute Morgen recht entspannt gestartet, aber es war ein langer Tag und es reicht dann auch. Und ich weiß, zu Hause wartet nichts mehr auf mich, außer ein leckeres Chili con Carne. Und ja, da freue ich mich jetzt drauf. Wir sehen uns morgen früh wieder. Guten Morgen! Ich habe mal wieder gefrühstückt. Ich habe echt die ganz schlechte Angewohnheit, immer hier am Schreibtisch zu frühstücken. Wir haben eigentlich extra einen Tisch draußen. Also nicht nur einen normalen Esstisch, sondern wir haben tatsächlich wie so eine Frühstücksecke. Ja, das hat die ersten paar Wochen geklappt, als wir hier gewohnt haben. Und dann nicht mehr. Bis zur zweiten Stunde, also um 7:55 geht es bei mir los. Ich mache mich jetzt gerade noch fertig und dann düse ich in die Schule. Ich fahre heute auch wieder mit dem Auto, einfach weil es heute Morgen 3 Grad waren. 3. Ich weiß nicht, wie schnell jetzt hier der Winter kommt. Mein stellvertretender Schulleiter, der spricht immer von Schwäbisch-Sibirien. Und das passt wirklich. Also im Vergleich zu meiner alten Heimat haben wir hier im Schnitt immer 8 Grad weniger. Also schon extrem viel kälter. Ja, was steht heute an? Ich habe heute ganz viel Rallye. Ich kann meinen Stundenplan immer noch nicht. Ich weiß nur, ich sehe meine 5-Klässler wieder in Rallye. Ich glaube, ich sehe die 6-Klässler. Die 9-Klässler auf jeden Fall. Dann habe ich noch eine Lernzeit bei meinen eigenen. Und eine Stunde Englisch. Genau. Ich glaube, das müsste alles sein. Apropos Englisch, da muss ich noch was raussuchen. Ich habe eine Klasse jetzt in Englisch. Also ich habe ja eigentlich meine eigene Klasse von letztem Jahr, aber die sind ein bisschen neu zusammengewürfelt. Und da sind einige mit drin, die wissen nicht, wie meine Vokabeltests aussehen. Und da haben die anderen natürlich eigentlich einen Vorteil. Deswegen will ich jetzt noch einen Vokabeltest mitbringen, dass einfach alle mal gesehen haben, so sieht das aus, weil wir am Montag ja den Test schreiben und dass sie einfach wissen, was sie erwartet und wie ich das strukturiere und aufbaue. Ja, ich glaube, der Tag heute wird ratzfatz vergehen. Ich habe auch vor, pünktlich 12.40 Uhr die Schule zu verlassen, denn ich habe freitags immer so die Tendenz, mich dann mit allen möglichen Leuten zu verquatschen und auf einmal ist es 2 Stunden später.
Was zwar auch mal ganz schön ist, aber dieses Wochenende haben mein Mann und ich nicht sehr viel Zeit zusammen, weil wir beide viel unterwegs sind. Deswegen will ich den Freitagnachmittag nutzen und noch ein paar Sachen erledigen. Ja, das ist so grob der Plan. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt einfach mal fertig und düse in die Schule und vielleicht sehe ich euch in irgendeiner Pause nochmal. Es ist mittlerweile 10 vor 11, es hat gerade zur Pause geklingelt. Ich hatte gerade meine Sechstklässler in Rallye und wir haben das Thema Gott. Und es ist unfassbar spannend. Also das sind wirklich die Momente, wo ich merke, Rallye gibt mir so viel zurück und lässt mich nochmal das Ganze anders wahrnehmen. Und ich meine, ich habe noch keine Kinder. Es wird auch noch dauern, bis die mal in diesem Alter sind. Aber einfach aus dieser kindlichen Sicht nochmal die Welt zu sehen und zu sehen, wie einzelne Erfahrungen das Gottesbild so massiv prägen können in diesem Alter, dass eben, wenn Gott einem mal nicht geholfen hat in der Situation, dass da direkt ein Bild rauskommt von Gott ist der Freund vom Teufel. Das war heute ein Satz, der gefallen ist, einfach weil diese Enttäuschung, diese Wut Gott gegenüber so groß war. Und ich konnte es nachvollziehen, ich konnte es wirklich nachvollziehen. Und das aber im Rallye-Unterricht aufzuarbeiten, finde ich super spannend. Wir sind gerade erst am Anfang der Einheit, da wird noch ganz viel kommen. Und ich finde das so spannend, dass man im Rallye einfach die Möglichkeit hat zu sagen, wir reden hier frei drüber, wir werden am Ende vielleicht keine Antwort haben, aber vielleicht haben wir Worte des Trostes und vielleicht haben wir was, was man mitnehmen kann und was einem vielleicht dann weiterhilft, wenn man sich mal wieder so fühlt und alleine gelassen fühlt. Also ja, heute war eine für mich auch sehr erfüllende Rallye-Stunde. Jetzt habe ich noch Englisch bei meinen Zehnern. Da werden wir noch mal was zum Thema Eurocom machen. Da bin ich letztes Mal nicht fertig geworden. Ich werde Ihnen noch zeigen, wie ein Vokabeltest aussieht. Und dann haben wir noch mal Rallye bei den 9- bzw. 10-Klässlern. Das ist ja eine große Gruppe. Und da werden wir mit dem Judentum weitermachen. Ja, lass mich einfach mal überraschen. Freitag, 6. Stunde ist halt echt undankbar. Aber jetzt gehe ich erstmal in die Pause, hole mir noch was zu trinken. Ich trinke viel zu wenig in der Schule im Moment, muss ich echt mehr drauf achten. Und dann sehen wir uns nach der 6. wieder. Übrigens, ich kann nicht pünktlich um 12.40 Uhr fahren, ich muss noch 2 Elterngespräche führen. Da wir am Montag Elternabend haben und ich noch mit 2 Elternvertretern was klären muss. Und ja, kein pünktliches Wochenende heute. Ich bin mal wieder in dem Raum hier oben, ich komme gefühlt hier gar nicht mehr raus. Wir haben gerade einen Film geschaut zum Thema Judentum. Da gab es echt einen ganz guten von Galileo, den habe ich schon mal geguckt, so 15 Minuten. Denn die Klasse sagt mir die ganze Zeit, ich hatte übrigens gerade Rallye, falls das nicht klar wurde, die Klasse sagt mir die ganze Zeit, wir haben Judentum gemacht. Wenn ich sie aber konkrete Dinge frage, wissen sie gar nichts mehr. Wenn ich aber das dann mit ihnen mache, kommen auf einmal ganz viele Infos. Ist ein bisschen unklar. Das heißt, wir haben jetzt mal diesen Film als Zusammenfassung geguckt und tatsächlich, sie wussten fast alles. Ich habe 2 Arbeitsblätter für heute vorbereitet. Sie haben die beide schon so gehabt. Es leben die Kopiervorlagen, die alle Rallye-Lehrer irgendwie mal haben. Das Thema Judentum ist halt einfach nochmal drin in der 9. 10. Klasse mit ein bisschen einem anderen Twist, aber ich kriege die dafür nicht begeistert, weil sie halt das Gefühl haben, sie haben so viel Judentum die letzten Jahre gemacht und ich kriege sie nicht auf dieses nächste Level, was jetzt dieses Jahr angemessen wäre. Deswegen habe ich beschlossen, wir schließen das Thema ab. Die Freiheit nehme ich mir jetzt raus und wir fangen das nächste Thema nächste Woche an. Und sie haben gerade ihr Fach nicht aufgeräumt. Wir haben hier so Fächer, wo die ihre Rallye-Sachen lassen können und ein unaufgeräumtes Fach, ich gucke jede Stunde rein, bedeutet, dass wir in der nächsten Stunde einen Test schreiben. Das heißt, ich kann dieses Video auch erst nach diesem Test hochladen. Aber ja, genau. Also wir werden nächste Woche dann einen kurzen Test zum Judentum schreiben. Denn man muss ja durchziehen, was man angedroht hat. Passiert. Ich habe denen extra noch gesagt, das Fach sieht unordentlich aus, es gibt einen Test. Ja, aber war echt, man merkt, sie sind interessiert an Rallye grundsätzlich, nur mit Judentum gerade war jetzt einfach nicht der beste Start, weil es für sie schon ausgelutscht ist. Ja, ich rufe jetzt noch die Eltern an, wir haben jetzt 20 vor 1, das werde ich jetzt noch gerade schnell erledigen. Und dann gehe ich heim. Dann reicht's. Deswegen verabschiede ich mich jetzt auch schon mal und hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Ich weiß immer nicht, was ihr wirklich in diesem Vlog sehen wollt. Schreibt mir bitte unten rein, wenn euch irgendwas fehlt, wenn ihr sagt, Mensch, das wird mega langweilig so. Ihr wünscht euch die ganze Zeit Vlogs, aber ich habe das Gefühl, alle meine Wochen sind ähnlich. Alles klar, ich wünsche euch einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen.